Genügend getrunken haben. Hast du getrunken? Ja. Hast du genug getrunken? Ach, ich trinke ganz viel. Wenn dann schaust, beim Wandern haben sie gerade so viel aus der Flasche raus. Und dann, dadurch, dass die Säure nicht abtransportiert werden kann, weil zu wenig Wasser getrunken ist, diese Kopfschmerzen. Und ich habe festgestellt, dass dieser Drei-Tage-Effekt, also vor allem der dritte Tag, der war immer so ein Kaugummi-Tag. So, oh, ich mag nicht aufstehen und alles ist zu viel und oh, müssen wir heute schon wieder wandern? Können wir nicht da bleiben? Das ist komplett weg. Komplett weg. Und ich führe es wirklich auf die Smoothies, dass damit wirklich noch mehr Effekt erzielt wird, um das Positive bei diesem Fastenwandern rauszuholen. Ja. Jetzt ist die Frage, worauf basiert es? Was macht es aus? Ist es die Bewegung? Ist es die Vibration? Ist es Einbildung? Es gibt unheimlich viele Studien, die sich heute mit Vibrationstechniken beschäftigen. Es gibt auch immer mehr, was jetzt auf die Vibration eingeht. Es gibt ja auch diese Rüttelplatten, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, wo man da steht für viel Geld, ja, und dann rüttelt es die ganze Zeit. Der grundsätzliche Effekt ist der gleiche wie hier. Matrix, Energetics ist ja alles Schwingung. Wir sind in Schwung, etwas in Schwung bringen, in Schwingung bringen. Und nichts anderes passiert hiermit. Ich bringe mich damit in Schwung. Ja? Im Kleinen oder aber auch in großen Bewegungen. Das Tolle ist, ich kann mir hiermit nichts verkehrt machen, gar nichts. Ich kann keine Fehlbildungen dadurch bekommen, ich kann keine mich damit verletzen, außer ich haue es irgendjemand anders an den Kopf. Ja? Es kann nichts passieren. Und das ist das Tolle, was sehr, sehr gut ankommt, vor allem von der Größe her. Ich kann es in jede Schreibtischschublade legen, dass, wenn ich mal aufstehe und bin verspannt, dass ich einfach mal mich hinstelle und ein bisschen schwinge. Es passt in jeden Kofferraum, in jede Reisetasche. Ja. Es ist super zu mitnehmen und eben multiple einsetzbar. Gibt es noch Fragen? Schaut es mich so ungläubig an. Nein? Wollt ihr das mal ausprobieren? Ja? Also, gebe ich ja mal da in die Hand. Ich packe die anderen hier aus. Ja, bitte. Mit dem Früchtefasten, darf man da so viel essen, so viel man mag, oder ist das auch wieder begrenzt? Nein, Sie Dann können. ist es kein Fasten. Ne? Dann ist es ein Kilo Hatteier oder sonst was. Ne? Und das Mittag nur einmal, da bin ich nicht hungrig. Ne? Nein, das ist wirklich so, Sie können tatsächlich so viel essen, wie Sie möchten. Es gibt ein paar kleine Regeln, nach denen wir essen. Ja? Sei es, dass wir Sorte für Sorte nacheinander essen, ja? Nicht durcheinander, also keine gemischte Obstplatte oder keinen gemischten Salat, sondern Sorte für Sorte. Gibt es als Regel? Es gibt ein paar Regeln. Und wenn es geht, Monomahlzeiten oder nicht mehr wie drei Sorten. Ich bringe ein paar Regeln schon mit rein. Aber grundsätzlich soll sich jeder satt essen, so viel wie er will. Es soll keiner mit Hunger von diesem Früchtefasten aufstehen. Und da sind viele überrascht. Ich habe ja gar keinen Hunger. Das soll Fasten sein. Kann ja gar nicht sein. Das ist ja Schlemmen hier. Vor allem jeden Tag, die in der Früh kommen, ja die Tropenfrüchte dazu. Und wenn sie dann dastehen und sich an den Mangos satt essen, manche fünf, sechs Mangos, dass es hier runterläuft, die werden ja frisch eingeflogen, haben sie gesagt, wo ist hier der Fasteneffekt? Der Fasteneffekt ist in mehreren Sinnen da. Einmal Fasten dahingehend, weg von alten Gewohnheiten, weg von dem, was bis jetzt war, und Fasten in dem Sinne, dass ich schon Regeln habe, an die ich mich halten sollte während dieser Woche. Ja? Und ich esse auch nicht den ganzen Tag, sondern ich habe ganz konkret drei Mahlzeiten, an die ich mich halte. Ganz wichtig, dass ich zum Beispiel zwischen der Mittagsmahlzeit und der Abendmahlzeit, dass ich 5 Stunden Zeit habe, sodass wirklich der Stoffwechsel komplett runterfahren kann, dass der Darm komplett entleert wird und so weiter und so fort. Und dann fange ich abends mit Eiweiß an. Warum mit Eiweiß anfangen, mit Nüssen? Es hat damit zu tun mit dem Insulinspiegel.
Der Insulinspiegel, wenn ich was esse, geht natürlich hoch. Ja? Und wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse, dann bin ich zwar satt in dem Moment, der Insulinspiegel ist ganz hoch gefahren, aber der fällt genauso mit diesen einfachen Kohlenhydraten ganz schnell wieder ab. Der Effekt ist, dass ich ganz schnell auch wieder Hunger habe. Wenn ich hingegen mit Eiweiß anfange, dann die Geschmacksrezeptoren im Mund melden dem Hirn, Eiweiß verdauen, Insulinspiegel geht hoch, aber der wird ganz, ganz langsam wird der Insulinspiegel wieder abgebaut und dieses Hungergefühl entsteht gar nicht so oder nicht so schnell. Und das ist ganz wichtig für die Nacht, für den Abend, dass man über Nacht nicht verhungert. Ja, und drum ist ganz gezielt eingesetzt, die Eiweiße, die Gemüsesorten, die Nüsse am Abend, um die Leute zu sättigen. Ja, und drum auch nur ein kleines Stück Obst hinterher, einfach so als Zuckerl hinterher, als Dessert. Jetzt sagen viele, ja, kann ich das als Diabetiker denn zum Beispiel auch machen? Ja, das kann ich schon, denn wir haben ja die Bewegung dabei. Einmal mit den Smoothies und dann natürlich die Wanderungen, die zwischen 3 und 5 Stunden sind. Ja, da werden die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, auch die Glukosekohlenhydrate, werden über diese Bewegung, die wir machen, werden wieder abgebaut. Kann ich das denn machen auch mit Darmerkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen? Ja, kann ich auch machen. Nur, das muss ich vorher wissen. Und dann wird das, was zum Beispiel am Buffet ist, wird zubereitet, wird zum Beispiel in den Vitamix klein gemacht oder geht durch die Greenstar, durch den Entsafter. Ja, dass die Menschen, die eben Probleme mit dem Darm haben, dass die volle Vitalstufe zwar aufnehmen können, ohne dass es belastend für ein Verdauungssystem ist. Fasten kann grundsätzlich jedermann. Man sagt, keine Kinder ab 14 Jahre soll man oder bis 14 Jahre nicht fasten und Leute über 65 sollen angeblich auch nicht fasten. Aber wie viel habe ich da sitzen, die schon 70 und 80 sind? Im Gegenteil, die kommen total vital und voller Schwung kommen die nach so einer Woche wieder raus. Ja. Es ist der Trick zwischen der Art des Essens und der Bewegung. Und das ist Know-how. Und das mache ich. Das ist mein Know-how. Ja? Das macht man eine Woche, aber nicht das ganze Leben dann, oder? Wenn man hängt nicht machen, dann wäre was anderes. Oder soll man das dann so weitermachen? Also man macht es eine Woche, man kann es auf 14 Tage, man kann es 3 oder 4 Wochen machen. Nur aus der Erfahrung heraus machen es die meisten Menschen zu Hause so extrem nicht mehr weiter. Genau nach diesen Regeln, die wir einfach haben. Genau nach diesem Muster. Aber viele nehmen sich von jeder Fastenwoche einen Baustein mit und bauen den dann in ihr normales, in ihren normalen Alltag mit ein. Sei es, dass sie zum Beispiel das Frühstück beibehalten, wo sie merken, ich bin überhaupt nicht müde, ich habe bis Mittag überhaupt keinen Hunger, ich bin aktiv, ich habe Energie. Ja, das wird ganz, ganz gerne mitgenommen. Oder dass sie zum Beispiel am Abend die Kohlenhydrate extrem komplett weglassen, sondern nur noch auf Eiweiß und Gemüse gehen. Solche Sachen werden dann mitgenommen. Immer wieder einen kleinen Baustein aus diesen Sachen, die während der Fastenwoche dann auch zum Beispiel abends in den Ernährungsvorträgen, die wir anbieten, mitgegeben werden. Ja? Da wird einmal über Säure-Base-Haushalt wird einmal gesprochen. Einmal sprechen wir mal über Salz, das andere mal über Zucker. Was gibt's noch für Themen? Die Leber natürlich. Wie reagiert die Leber jetzt in dieser Woche, damit die Leute wissen, warum reagiere ich so? Warum fühle ich mich so, wie ich mich jetzt fühle? Ist es gut für meinen Körper? Ist es schlecht für meinen Körper? Bringt es mir was? Merke ich diesen Effekt? Das sind alles so Punkte, die dann auch am Abend angesprochen werden. Ja. Viele sagen, dieses Früchtefasten ist nichts Halbes, nichts gar nichts, nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist auch vieles eine Kopfsache. Ja. Ganz viel. Bloß die meisten kommen mit dem Früchtefasten besser klar als mit dem zum Beispiel gar nichts essen. Kommen die meisten besser klar. Vor allem die Genussesser. Ja. Ich habe auch sehr viele Rohköstler, die kommen, die sagen, das sind für sie die besten Ferien. Die beste Qualität auf dem Buffet, so viel wie sie möchten. Ja? Auch Sachen, die sie sich vielleicht so in der Menge, gerade die Papaya oder die Anana, wie auch immer, dass sie sich so in der Menge gar nicht leisten würden, ja? Können sie sich dran satt essen, so viel wie sie wollen. Und wenn ich mal für so einen Kurs, was weiß ich, 70 Kilo Mangos bestelle oder so, dann wisst ihr schon, was weggeht. Und da bleibt nicht eine übrig. Wenn es mal heißt, ja kann man dann, weil es wird ja dann auch mal gezeigt, wenn man was trocknet oder so, es bleibt ja mal was
übrig, dass man nur eine halbe Paprika noch möchte. Oder nach einer halben Paprika habe ich irgendwie das Gefühl, das mag ich gar nicht mehr. Bei uns wird nichts weggeschmissen. Das kommt dann auf den Dehydrator, auf den Trockner, ja, und wird dann irgendwie weiterverarbeitet, sei es, dass ich das dann in den Blender tue zum Pulverisieren, dass ich dann irgendwie meine Würze für mich selber zu Hause habe, oder am letzten Abend mache ich ja ein Dreigänge-Rohkostmenü, dass ich es da zum Würzen brauche oder so. Es wird ja nichts weggeschmissen. Oder ich trockne, was ein Obst übrig ist, trockne ich und nehme es dann unterwegs mit, einmal so für jemanden eine Energie zu geben, wenn der Kreislauf ein bisschen unten ist. Ja. Ja. Während der Woche haben Sie gemerkt, dass manche ein bisschen Kreislaufprobleme haben, so ein bisschen leichtes Gefühl. Ja, das ist dieses Schweben. Manche sagen, sie gehen wie auf Watte, das ist so ein bisschen so ein über den Boden gehen, so, man weiß nicht, gehe ich auf die Erde oder fange ich gleich zum Fliegen an? Das ist ein ganz, ganz typischer Fasteneffekt. Auch diese ganz lebhaften, wilden Träume in der Nacht, die kommen in der Früh, die sagen, hey, ich habe heute was geträumt, hey, das war so real, ihr habt gedacht, ich bin mittendrin. Das ist ganz, ganz typischer Fasteneffekt. Und es kommt natürlich beim Früchtefasten extrem raus, weil diese Früchte, vor allem die Südfrüchte, sind natürlich extrem ausleitend, extrem reinigend. Dann kommt ab und zu die Frage, ja, warum müssen denn die Südfrüchte sein? Das ist ja Energie, was da eingeflogen wird, das Benzin, was da verflogen wird, muss denn das sein? Ich finde ja, das muss sein, denn ich bringe natürlich auch Sachen an unseren Buffets, was die Leute von zu Hause her gar nicht kennen, vielleicht oft noch mal gar nie gesehen haben. Und dann ist es so, wenn sie es irgendwo sehen, dann ist die Sache, wie schmeckt es? Wie esse ich das? Traue ich mich da überhaupt dran? Und so möchte ich auch den Leuten vermitteln, ein bisschen mal auf Exoten zuzugehen, was man nicht so kennt, und das einfach zu probieren. Und hier kann ja nichts passieren. Sie kriegen von mir dann auch gezeigt, wie man es zubereitet, wie man es isst, worauf man achten sollte. Und dann ist natürlich die Öffnung auch nach außen auf die Welt, sich mal andere Dinge anzuschauen. Und dann sagen die anderen, ja, aber die Südfrüchte bekommen uns doch gar nicht. Man soll doch eher das essen, wo wir leben, wo wir wachsen. Das soll doch viel besser für den Körper sein. Ja, zu jeder These gibt es eine Gegenthese. Es gibt auch Thesen, die sagen, wir kommen ursprünglich alle aus den Tropen. Und dass dieser Geschmack für diese Tropenfrüchte bei uns überall schon genetisch fixiert ist. Wie kann man jetzt sowas testen? Am unbedarftesten sind Neugeborene. Na, jetzt ist zum Beispiel die Barbara Simonsen, die ja auch Bücher schon geschrieben hat über Papaya, über Ananas und so, die hat das probiert und hatte ihre Tochter war gerade 2 Tage alt und hat angefangen, die Tochter mit Südfrüchten zu konfrontieren. Babys, wenn sie die Mutterbrust riechen, machen sofort den Schnabel auf. Ja, sofort dieser Sucheffekt da. Sie riechen die Mutterbrust und sofort ist dieser Reflex Essen, Nahrung da. So, wenn dieses Verhalten an der Mutterbrust ist, wenn wirklich die Tropenfrüchte genetisch fixiert sein sollen, dann müsste doch dieser Reflex auch bei Kleinkindern kommen oder Neugeborenen. Und das hat sie versucht. Hat sie versucht mit Äpfel, keine Reaktion, mit Pflaumen keine Reaktion, Birnen, Bananen, etwas Reaktion. Auf Mango hat das Neugeborene sehr gut reagiert, aber vor allem auf Papaya. Das Neugeborene, 2 Tage alt, hat die Papaya gerochen, hat sofort den Schnabel aufgemacht. Und da wollte sie natürlich weitergehen, hat sie gesagt, okay, riskiere ich's? Sie hat's riskiert, sie hat dem Neugeborenen das vorgekaut. Und er hat es dem Neugeborenen in den Schnabel, erstmal so bloß ein bisschen am Fingerle, ja, ein bisschen in den Schnabel am Fingerle, so zum Lecken und immer mehr dann auf dem Löffel und das hat es wunderbar vertragen. Ganz im Gegenteil, wenn die Papaya schon 1 Meter entfernt war, hat es gerochen und wollte es haben. Ja. Also ist möglicherweise doch was dran, dass wir Lust darauf haben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist alles auch ein bisschen Einstellungssache. Natürlich versuche ich, oder bin dabei, dass ich in den Zeiten, wenn jetzt der Sommer zum Beispiel die Kirschen, wir haben Beeren, jetzt kommt die Beerenzeit, dass ich vornehmlich die Sachen aus der Region nehme, die jetzt hier auch wachsen.
Ja, das ist mir schon wichtig. Mal hat eine Teilnehmerin zu mir gesagt, wieso gibt es bei dir nie Trauben? Sag klar, weil du immer im Frühjahr kommst. Da gibt es keine Trauben, die gibt es immer im Herbst. Ja, im Herbst habe ich keine Erdbeeren, obwohl sie der Markt anbieten würde, aber ich habe im Herbst keine Erdbeeren. Also bei mir ist schon so die Kombination, dass ich sage, ich nehme das, was jetzt die Jahreszeit bietet, denn die bietet es ja zum richtigen Zeitpunkt an, ja, und garniere das Ganze zum Frühstück vorneweg ein Highlight, jeden Tag eine neue Frucht, einfach nur so als besonderes Highlight den Leuten zu präsentieren. Und ich denke, dass ich da eine ganz, ganz gute Symbiose zwischen dem einen und dem anderen gefunden habe. Ja? Und das passt ganz gut, weil gerade jetzt im Frühjahr, die Natur bringt ja jetzt von sich aus schon reinigende Früchte. Ne? Erdbeeren zum Beispiel, extrem reinigend. Spargel, extrem reinigend. Jetzt kommen die ganzen, auch der Löwenzahn, Brennnesselblätter, was jetzt im Frühjahr dann ist und extrem ausleitend ist. Also alles, was sich jetzt über den Winter angestaut hat, wo man vielleicht sich weniger bewegt hat, was nicht abtransportiert worden ist, das wird jetzt über den Frühjahr, wird das rausgeleitet. Dann kommt der Sommer mit den vielen Vitalstoffen, da wächst ja alles, kannst du sagen. Hier alles rein, von Aprikosen, von Pfirsichen, von Kirschen vor allen Dingen. Ja. Und im Herbst kommen vornehmlich die Früchte, die unheimlich viel Vitamin C haben. Und Äpfel, Kohlsorten haben unheimlich viel Vitamin C. Kohl ist ja dann auch gut zum Haltbaren, zum Aufheben für über den Winter. Auch Äpfel lassen sich sehr gut über den Winter konservieren. Und da, dass man einfach über den Winter unheimlich viel Vitamin C hat, um den Körper zu ernähren, um dem Körper die Vitalstoffe zu geben, die er braucht. Also von der Natur aus ist dieser Zyklus, was es an Obst und Gemüse bringt, im Prinzip genau abgestimmt auf das, was der Körper braucht. Und dem Ganzen gehen wir schon hinterher. Das Ganze wird schon berücksichtigt bei diesen Fastenkursen. Aber wie gesagt, es gibt auch